Mm-hmm. Was ist los mensch ich genieße hier gerade eine der geilsten sitcoms die es überhaupt gibt was willst du jetzt von mir vor 82 hat mich getaggt wieder dein fucking ernst du willst unbedingt dass ich den tag mache Boah, schau mal an hier ich schau aus wie ein schwein aber egal erstmal Fertig machen. Meine Fresse. Also, jetzt, warte mal. Hm. Alter. Okay. Oh. 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 So. Ähm, wieder in Schale geworfen. Oh. Es ist dann allen Ernst, dass ich jetzt hier dem Bubblekopf auch noch reacte, sozusagen. Eine Fake-Reaction, dass ich merke. Oh. Ich wurde getaggt. Es ist das dein Ernst. Das kannst du knicken, ey. Das kannst du echt knicken. Das mache ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Ach. Was denn? Er hat Augenhut auf. Der ein 80. Also kann ich Augenhut auch haben oder nicht? Sieht scheiße aus. Hm. Ist nur deine Meinung. <laughs> Nun gut. Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Und zwar ein Video, der etwas andere da hat. Mal wieder ein Tag-Video. Ich glaube, ins Leben, ins Leben gerufen wurde es von Michael Speyer und ich wurde getaggt von Foysen80. Ähm, der hat mich ja getaggt, weil ich so eine unglaubliche Lache habe. Derweil gehe ich immer nur zum Lachen in den Keller, müsst ihr eigentlich wissen. Ach ja. Und ähm, ja, wir fangen einfach mal mit dem Tag-Video an. Was meint ihr? Ich glaube schon. Frage 1. Kinder lachen über alles. Was ist deine früheste Erinnerung an Komik beziehungsweise an welchen Komiker oder welcher Komiker, Komiker begleitet dich am längsten? Ich kann den da mal richtig lesen. Ähm ja, ähm Pff, gute Frage. Ich würde sagen so äh, Dieter Hallervorden oder ähm Otto. Vor allem die Filme und bei Otto auch... Ähm die, äh, äh, sagt schnell, die, die, <laughs> die Otto-Show, wer die noch kennt. Und ich bin gerade überlegen, ansonsten weiß ich es nicht, kann ich euch gar nicht sagen, aber das sind so die ehesten Sachen, die ich gesehen habe. Ne? <laughs> Wisst ihr Bescheid. Genau, Frage 2. Stand-up oder Kab Ka Kabarett? Boah, ich kann das nicht halt aussprechen, weil ich ein Bubble bin. Banal oder politisch? Worüber kannst du eher lachen? Ich glaube eher banal. Drittens, Appelt oder Erhard, magst du lieber böse und gemeine Comedy oder lieber schelmisch harmlosen Spaß? Oh, von den beiden kann ich glaube ich gar nichts mehr ab. Und wenn ist es, je nachdem nach meiner Laune, glaube ich, je nachdem. Es, ist ein, es gibt böse Comedy, die mag ich, es gibt auch es gibt beides, beides kann man sagen. Witz komm raus, wie gefallen dir Comedians, die einfach nur da sitzen, Witze erzählen? Fips als Musen, keine Ahnung, Markus Krebs etc. ist glaube ich nicht mehr so meins, vielleicht als Kind noch, ja, aber jetzt nicht mehr, ist jetzt nicht mehr so meins. Ist nicht mehr so meins. Lachen am laufenden Band. Welche welche Sitcom magst du am liebsten und warum? Next <laughs> on Wildlife Channel. Ja, natürlich ist es King of Queens. Ähm, ich habe gleich ein Einspiel hier gerade, habt ihr gesehen. Warum ist es King of Queens? Weil ich fühle irgendwie immer mit Duck. Dark ist irgendwie einer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist schon fast ein bisschen manchmal so ein Lebensmotto. Was Dark macht, ist irgendwie auch irgendwie, ja, ihr habt selber gerade gesehen. Und ähm, dann auch die Kombination mit Arthur. Unglaublich geil. Jetzt kommt einer der besten. Sitcoms, die es überhaupt gibt, Leute. Wiederholungstäter. Welche Sitcom, Komödie, Show hast du eigentlich mehr als einmal angesehen und lachst trotzdem immer wieder? Es ist auch wieder King of Queens. King of Queens ist eine der Sitcoms, die ich so oft schon gesehen habe. Es war damals noch zur Schulzeit. Ähm, immer lief das rauf und runter. RTL 2, Kabel 1. Und es kam schon die Folge, ich glaube, 10-, 20-fach. Es ist, ich kann immer wieder drüber lachen. Es ist einfach, weil man halt, ähm, ich kann über Sachen einfach äh, viel mehr lachen, wenn es irgendwie äh, zu einem sogar richtig passt, wo man richtig das fühlt, ja, das ist genauso auch bei mir. Das ist wirklich, äh, das kennt ihr vielleicht mit anderen äh, Sachen, wie zum Beispiel vielleicht manche, die Mario Bart mögen, die, die sehen es dann so, ja, das, der, ich fühle das kollege äh, wie bei mir und so weiter. Und sowas ist es bei mir bei Key of Queens. Ich kann immer wieder drüber lachen. Das ist einfach nur geil. Nummer 7. Die Deutschen können das nicht. Welche deutsche Sitcom? Die Camper, alles, Atze, etc. Magst du oder magst du sie überhaupt nicht? Ähm, was ich geil immer fand, ist Hausmeister Krause, muss ich sagen. Das kam, glaube ich, dann immer am Freitag. Auf Sat. Eins. Hausmeister Krause ist ähm, immer sicher, sicher. Das war eher so die deutsche Sitcom, die, ähm, wo ich immer lachen konnte ansonsten äh, uh, I don't know, I don't know, kann ich jetzt nicht sagen, halt so nebenbei mir was geschaut, aber Hausmeister Krause war schon die, ja, war schon die, die ich eher gesehen habe. Dümmer geht immer, wie stehst du zu alberner Klamauk Aller la Didi? Sketchup und Co., ja, Didi Hallervorden geht für mich immer, ich mag Didi, ähm, am, am liebsten, also es, es geht ja hier mehr um, um Klamauk, Didi ist ja Klamauk, ich liebe seine Filme, am liebsten die Doppelgänger oder ähm, die Rache der Enterbten oder ein Film, den meine Mutter sehr feiert. Ich weiß nicht, ob er den auch kennt. Ähm, äh, Alles im Eimer. Mega geil. Also wirklich war, so Diet Dieter Hallervorden ist, ist für mich ähm, so der, der Start auch immer gewesen. Und äh, Dieter Hallervorden ist schon geil. Auf jeden Fall. Ähm, Quatsch Deluxe. Wie stehst du zu übertriebenen, cartoonhaften Humor aller Klimbim oder Benny Hill? Kann ich damit gar nichts anfangen? Man kennt halt die Musik von Benny Hill. Dieses. Kennt man halt, ne? Aber lief auch, glaube ich, früher auf RTL 2 vor King of Deswegen sagt mir Benny Hill was, aber. Ist nicht meins. Very British. Die Briten haben einen ganz eigenen Humor. Kannst du damit etwas anfangen? Nein. Parodie ist die aufrichtigste Form der. Verehrung, wie stehst du zu. Persiflaggen in Film, Scary Movie, die nackte Kanone, Hotshots und Fernsehform, Switch etc. Persiflaggen? Ja, leckt mir am Arsch, Alter. Ich bin einfach einer, der nicht richtig gut in Deutsch ist, wahrscheinlich. Ähm, also, so Spoof-Gedöns. Ähm, ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen. Scale Movie 1 und 2 sind noch die Dinger, die ich gerne wahrscheinlich schauen könnte, aber ganz andere Sachen wie Hotshots Shots habt ihr nicht gesehen? Ja, schlagt mich tot, ich weiß schon, aber ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich kann darüber nicht lachen. Fernsehform, Switch etc. Switch war auch nicht so meins. Ich weiß nicht, ob noch ähm, Verarschform kann man ja eigentlich auch manchmal TV total damals sehen. Das war eher meins, aber es ist auch nicht so richtig der Verarschform. Von dem her eher weniger. Ohne Worte. Braucht man für Humor viele Worte oder kannst du auch über nonverbale Komik wie etwa Pantomimen, Clowns oder Stummfilm-Sketche lachen? Nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Ähm, ähm, wenn man halt ohne was zum Sagen Humor ist, dann eher vielleicht so Tiervideos. Wisst ihr, du, was ich meine? Tiervideos und so. Solche Sachen, wo du halt nichts hörst. Also die Tiere können ja nicht sprechen und nur durch ihre... Aktionen lachst du dann? Sowas in der Art. Aber Schwarz-Weiß-Filme aller vielleicht Charlie Chaplin oder so, dick und doof, geht gar nicht mehr bei mir. Sorry, sorry, bra, sorry. Ähm, zu zweit ist man weniger alleine. Welches Comedy-Duo-Gruppe magst du am liebsten? Was ich damit sagen will, ist doch nur: Arthur, dein Toast brennt an. Das weiß ich selbst. <laughs> Was ist das? Oh mein Gott. Und was tut er in diesem Haus? Dad. Das ist ein Halloween-Ding für Kinder, was so. In diesem Haus wird es kein Halloween geben. Hast du verstanden? Es ist verboten. Verboten! Danke! Was machen die Kippcats hier? Auch verboten! <laughs> Wer zuletzt lag? Welchen Comedian hast du dir zuletzt angesehen und wie hat dir der Auftritt gefallen? Ein Auftritt gefallen? Also, da habe ich jetzt schon, boah, äh, keine Ahnung, kann ich gar nicht beantworten, weil ich äh, sowas nicht mehr anschaue. Ich kann über manches gar nicht mehr so lachen, über so Auftritte. Das Einzige, wo ich immer gut lachen konnte, war halt äh, Michael Mittermeier, die ersten Shows. Die waren richtig mega, aber jetzt. Ich kann es leider nicht sagen. Tut mir leid. Ähm Wer anderen eine Grube gräbt, magst du Prank-Videos und welcher Prank ist deiner Meinung nach der gelungenste? Wen kann man gut zu Hause nachmachen? 1. April. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich auf einer, einer Stelle wieder Stefan sein. Ich mag diese geilen Horror-Pranks, die Clown-Pranks, auch die Conjuring-Pranks, die waren mega. Oder auch der Chucky-Prank. Also. Ich stehe mehr auch auf diese Horror-Dinger, wo du einen richtig fertig machen kannst dabei auf der Straße. Das äh, feiere ich hardcore, ja. Ähm, Top 5. Wer sind deine fünf Lieblingskomiker? Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um Comedians, Autoren oder Schauspieler handelt. Boah, Top 5. Also die Dahla ist ganz oben. Äh, Otto Walkes. Der Otto. Aber nicht mehr der jetzige Otto. Der letzte Film war ich jetzt nicht mehr so prickelnd. Ähm, die älteren Sachen halt, die ganzen Filme bis Katastrophenfilm würde ich fast sagen. Katastrophenfilm war auch schon äh, äh, schwächelnd. Aber die anderen so, Otto, Otto der Film, Otto der neue Film, Otto äh, der außerfriesische, Otto der Liebesfilm, die waren schon mega. Und natürlich die Otto Show. Ähm, die Hallerforden klar. Immer noch, merke ich immer noch Honig im Kopf. Ohne ihn wäre der Film nichts gewesen, das kann ich euch gleich sagen. Und ähm, ja, dann was noch? Ähm, eventuell ähm, ja, Kevin James, King of Queens, weil ich sehr hardcore feiere. Dann, wo ich auch noch immer wieder drüber lachen kann, warte wir haben jetzt schon drei. Aber, 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 lasst mich überlegen. Eventuell, jetzt werden wir wahrscheinlich viele schlagen, wobei das können wir glaube ich weglassen. Nee, 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 wir lassen den weg. Wir machen erstmal den hier: äh, Jim Carrey. Die alten Filme, mega. Ich habe letztens mal wieder kurz ein bisschen die Maske reingeschaut. Ich konnte nicht mehr. Jim Carrey ist für mich immer noch einer, der, der richtig geil ist. Ist für mich auch Schauspieler, Komödien. Und dann würde ich sagen, Stefan Raab. Weil wir ähm, ja ein bisschen hier im deutschen, sprachigen Bereich sind, würde ich sagen, Stefan Raab ähm, war für mich einer, der hat es auch irgendwie auf den Punkt gebracht. Auch wenn viele wahrscheinlich sagen, das wurde vorausgeschrieben und so. Aber er konnte einfach auch punkten, wie er war, wie er war. Und so sehe ich momentan auch ein bisschen einen Streamer, wer ihn überhaupt kennt. Ähm, der weiß, wen ich meine. Schreibt es in die Kommentare, wenn er weiß, wen ich meine. Und ähm, er war einfach, es war einfach komödienhaft, wie er war, wie er gekämpft hat, wie eine Kampfstar und alles. Das war einfach Stefan Raab für mich. Und, und äh, da würde ich den dazu zählen. Ähm, kommt eine Frau beim Arzt? Magst du Flachwitze? Und wenn ja, welcher ist dein liebster? <laughs> Flachwitze, ja, kommt drauf an, wie gut er ist. Ich habe schon lange keinen richtig guten mehr gehört. Vor allem, wenn man so übertrieben einen erzählt wie ein gewisser in 80. Ne? <laughs> ähm, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann euch keinen liebsten erzählen. Äh, und vor allem, jetzt kommt noch die nächste Frage: Kennst du den? Ich kann, kann gar nichts. Der einzige Witz, der mir im Kopf einfällt, irgendwie: Wie kannst du eine Blondine beschäftigen, äh, indem du äh, auf beiden Seiten auf ein Blatt Papier schreibst, bitte wenden? Ähm, es ist irgendwie, ja. Äh, es ist wirklich, ähm, ja, ne? Genau, so, das letzte ist, äh, Lachen ist ansteckend. Tage, tagge andere YouTuber, damit die das Lachen sich ausbreitet. Alter, ich kann nicht richtig lachen. Äh, nicht richtig vorlesen. Ja, äh, ist jetzt schon gewesen, das ging ja jetzt flott. Ähm, ich muss taggen. Ähm, zuallererst wollte ich sagen, ich wollte das Video ein bisschen komplett anders machen, aber dann habe ich gelesen. Ähm,. Wo stand es? Wo stand es? Einfach Video aufnehmen, Fragen beantworten und mit Hashtag Lachen ansteckend hochladen. Fertig. Ja, ich wollte es ein bisschen anders machen, damit ich nicht so richtig übelst nur antworte. Zweimal hat es also, ja, glaube ich, geglückt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und. Aber hat es euch trotzdem gefallen. Ja. Und ja, jetzt muss ich taggen. Den tagge ich. Da tagge ich natürlich, mit wem ich oft am meisten lache. Ist nun mal wirklich so. Ein guter Kollege und zwar der Robin von Robins Film Lounge. Mit dem lache ich sehr oft und über einfach nur Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Aller clip Streamer und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und dann tagge ich noch, der nämlich gerne so äh, Comedy-Shows anschaut, vor allem so Carabré, Capré, Ach, ich kann das nicht aussprechen, Leute. Ich bin halt ein Bubblekopf. Ähm, der gerne das anschaut und ich weiß das, weil er es oft immer gesagt hat, dass er viele gerne so Shows immer so auf Netflix. Hast du nicht gesehen? Und das ist der Sinne Manuel, der Manuel von Sinne Manuel, damit er auch mal wieder ein Video hochlädt, weil ja so wenig Videos bei ihm kommen. <laughs> ja, und das sollte es dann auch gewesen sein. <laughs> Toller Tag, muss ich sagen. Aber jetzt habt ihr gemerkt, ich habe nicht gelacht. Ja, Stefan, blöd gelaufen, oder? <laughs> Nee, ähm, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und vielen auch Dank an Michael Speyer und seiner Frau für den Tag. Wir haben natürlich auch angeschaut. Und habe immer mal gehofft, dass ich mal bei allen dieser Tags, glaube ich, getaggt werde. Ich glaube, ich wurde zu keinem getaggt. Und da ich jetzt wieder ein bisschen die Muse fasse, Videos zu machen, passt das schon. Vielen herzlichen Dank für den Tag. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Wiederholungstäg. Und ich wünsche euch was. Haut rein, macht's gut und ciao. Tja, dann alles Gute, Arthur. Danke. Was ich dir noch sagen wollte: alles Böse, du fettes Schwein. <laughs>